Herzlich willkommen bei unserer Tagung, wie rechtmäßig ist unser Geldsystem? Mein Name ist Klaus Karwart. Ich bin der Vorsitzende des Vereins Monetative e.V. Wir sind ein Verein, wir haben uns 2012 gegründet, um eben die Funktionen des Geldsystems besser zu erforschen und eben auch um konkrete Lösungsvorschläge zu machen, wie man das besser organisieren könnte. Das ist unsere zweite Tagung. Letztes Jahr waren bei der Tagung ausgewiesene Experten, Professoren, die sich schon seit längerem alternativ mit dem Geldsystem befassen und da als ausgewiesene Experten, als Kritiker schon bekannt sind. Und es waren auch noch andere Leute da, die praktisch seit langen Jahren Geldsystemkritik betreiben. Heute kommen die Referenten, ich würde mal sagen, mehr aus der, wie soll man sagen, aus der Mitte der Gesellschaft. Sie kommen aus Bereichen wie zum Beispiel Rechtsanwälte oder auch Unternehmensberater oder auch Manager, die also nicht von vornherein hier jetzt als Kritiker des Geldsystems vorher schon tätig waren. Und das zeigt meiner Meinung nach, wie dieses Thema inzwischen in die Mitte der Gesellschaft auch ankommt, auch in Bereiche, wo man sagen würde, nein, das ist, eigentlich würde ich damit nicht rechnen, dass hier so eine fundierte Kritik des Geldsystems kommt. Kurz ein paar Worte zum Ablauf. Sie haben ja alle das Programm gesehen. Zunächst wird Hans Schaap aus Frankfurt referieren, dann Dr. Glötzl aus Linz. Dann gibt es von ca. 16.15 bis 16.45 eine kurze Kaffeepause. Dann kommt Dr. Tim Gutehus aus Hamburg und Dr. Mensching auch aus Hamburg. Und von unserem Konzept ist es so, wir wollen also viele Diskussionen haben. Auch ich würde die Referenten bitten, sich möglichst auf eine halbe Stunde Referat zu beschränken, dass wir dann eben auch noch Zeit haben für Diskussion. Das ist eine Sache, die, ja, glaube ich, belebend wirkt. Aber das ist, wie gesagt, eine Zielvorgabe. Da müssen die Referenten auch schauen, wie sie das schaffen. Es wird dann nach dem Ablauf der Tagung, also auch noch am Abend, gibt es dann eine Pause von 18.45 Uhr bis 20 Uhr und ab dann um 20 Uhr gibt es dann noch eine Podiumsdiskussion, dann können wir die Diskussion noch weiterführen und da soll es eben vor allem um die Frage gehen, wie kann man andere Gedanken zum Geldsystem umsetzen. Das ist ja ein weiterer Bereich, man kann Vorschläge machen, aber die Frage der Umsetzung ist eben dann noch eine ganz andere Frage. Gut, so viel von meiner Seite zum Anfang. Jetzt würde ich den Herrn Thomas Betz, auch Vorstandsmitglied bei Monetative, bitten, kurz ein paar Worte noch zu Hans Schaap zu sagen und dann geht's los. Schönen guten Nachmittag, schön ist er ja ganz offenbar, zum Glück. Ich darf als ersten Referenten des heutigen Tages unserer zweiten Jahrestagung der Monetative vorstellen, Herrn Hans Schaap, Wirtschaftsanwalt aus Frankfurt am Main, vielen von Ihnen sicher kein Unbekannter mehr. Hans Schaap hat sich vor 2 Jahren im Rahmen der Gründung von Occupy Deutschland, Occupy Frankfurt, engagiert. Dem fühlt er sich auch jetzt noch verbunden. Er hat hier diese kleinen Kleber mitgebracht, die jeder draußen mitnehmen darf, mitnehmen soll. Herr Schaap macht aber mit Mitstreitern inzwischen sein eigenes Ding. Er ist auch in den Medien bekannt geworden als sowas wie ein Bankenrebell, der nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern aus politischen Gründen gewissermaßen die Bedienung von Krediten erstmal hintanstellt und teilweise verweigert und sagt, ich möchte erstmal nachgewiesen bekommen, auf welcher rechtlichen Grundlage eigentlich die Banken von mir eine Rückzahlung in Anführungszeichen der Kredite haben wollen. Er lässt in dem Zusammenhang alle möglichen Zahlungsaufforderungen und Mahnungen über sich ergehen. Als Wirtschaftsanwalt hat er da wahrscheinlich auch bessere Nerven als andere, wenn ich dran denke, dass ich schon bei der kleinsten
Parksünderei, da werden ja teilweise auch Gefängnisaufenthalte angedroht und so weiter, wenn man da also nicht sofort reagiert, dass ich da sofort die Nerven verliere. Da also muss ich sagen, Hut ab, Herr Scharf, schon allein deshalb, Hut ab, Herr Scharf. Er ist seit Mai diesen Jahres auch Vorstand von Business Crime Control, beziehungsweise Vorstandsmitglied von Business Crime Control. Das ist eine Organisation, wo sich auch Sean Ziegler zum Beispiel engagiert. Er ist, glaube ich, auch im Vorstand, hatten Sie vorhin gesagt. Oder ist jedenfalls Mitglied. Und die geben also diese Zeitschrift raus. Die hat er dankenswerterweise ebenfalls mitgebracht. Die kann man sich dann auch dort mitnehmen. Herr Scharf beschreibt zusammen mit seiner Frau die Homepage Geldhahn zu, wo also auch alle möglichen interessanten Informationen im Zusammenhang seines Engagements zu lesen sind. Was viele vielleicht nicht wissen, Herr Scharf ist vielseitig begabt, unter anderem ist er auch literarisch tätig, er verfasst also auch Gedichte. Darf ich sagen, habe mich da also vorher noch rückversichert, er hat sogar eines zum Besten gegeben bei unserer letzten Jahrestagung, wo er natürlich anwesend war im Zusammenhang mit seinem Engagement und seinem Interesse, aber er hat auch ein Gedicht zum Vortrag gebracht, Thema natürlich Banken und Geldschöpfung und ja, von meiner Warte aus gerne, wenn es dann demnächst oder heute Abend zum informellen Rahmen kommt, kann man sowas gerne auch wieder aufgreifen. Erstmal aber in Prosaform. Welche Rolle spielt die Justiz bei der Aufrechterhaltung der Geldschöpfung durch Geschäftsbanken? Meine sehr verehrten Damen und Herren, begrüßen Sie zusammen mit mir Hans Scharf. Ja, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich würde gleich mal anfangen, in medias res gehen, aber will was korrigieren. Also die Website Geldhahn zu, das ist jetzt nicht ein Produkt von mir und meiner Frau oder meiner Frau und mir, sondern es ist ein Produkt von einem ganzen Team, das schon seit anderthalb Jahren eine ganze Reihe von Dingen erarbeitet hat und sehr engagiert ist und sehr viel da in diese Website reinbringt, die in erster Linie erstmal der Aufklärung dient. Und natürlich auch als Plattform und als Unterstützung für Initiativen, natürlich auch für die Monetative. Wir arbeiten da ja auch ein bisschen zusammen und verbreitern damit hoffentlich das Wissen über Geld und Geldschöpfung. Und damit sind wir jetzt beim Thema. Mir ist dazu noch eingefallen, hier zu diesem Vortragsthema, welche Rolle spielt die Justiz bei der Aufrechterhaltung der Geldschöpfung durch Geschäftsbanken? Ein Zitat, wir sind ja im Büchnerjahr, 200 Jahre Büchner, der hat mal was geschrieben im Hessischen Landboten, auch zur Justiz, und er hat damals sehr hässlich, sage ich jetzt mal, so klingt es jedenfalls, die Justiz als die Hure der Fürsten bezeichnet. Das war ziemlich auf den Punkt gebracht wahrscheinlich, was da für eine Struktur bestanden hat. Und heute muss man sich fragen, ob die Justiz, ich will sie jetzt nicht Hure nennen, ja, das wäre ein bisschen böse, aber ob die Justiz nicht irgendwie so ein Steigbügelhalter für die Geldschöpfer ist, die ja hier die Macht ausüben. Jedenfalls kann man das ziemlich gut erfassen, wenn man sich halt mit der Geldschöpfung etwas näher beschäftigt. So, worum geht's? Fiat Money, es werde Geld. Das ist der Dreh- und Angelpunkt in unserem heutigen Geldsystem. Nur, es macht nicht mehr der Staat, nicht mehr die Zentralbank. Das meiste Geld wird heute aus dem Nichts produziert, und zwar von Geschäftsbanken. Das ist das, was man von der Monetative lernen kann und auch noch von einigen anderen. Und wo ich sagen muss, ich habe mich mit diesem Thema zwar sehr lange schon beschäftigt, aber erst durch unter anderem hier auch Professor Huber oder Professor Senf und einige andere so ein bisschen mehr noch verstanden, warum es Überfinanzierungen gibt. Das ist nämlich das, womit ich schon seit Anfang der 90er Jahre konfrontiert worden bin. Ich bin Spezialist für Immobilien,
begleite Immobiliengeschäfte und habe zwangsläufig natürlich auch mit den Finanzierungsdetails zu tun und habe mich immer wundern müssen, wieso eigentlich Projekte finanziert worden sind in Volumina von 50 Millionen, 100 Millionen. Ja, das hört sich alles wüst an, es ist aber tatsächlich so, also diese Dinger, mit denen ich da zu tun gehabt habe, die hatten diese Dimensionen. Und es war immer klar, bei den Projekten, die ich kannte, das wird nicht zurückgezahlt werden. Die Sicherheiten werden nicht ausreichen. Und trotzdem sind diese Darlehen ausgereicht worden. Und zwar vor allen Dingen im Bereich der damaligen Bayerischen Hypotheken Wechselbank AG. Das ist die Vorläuferin einer Hypo Real Estate. Und wenn man mal den Ursprüngen dieses Wertberichtigungsbedarfs bei der Bayerischen Hypotheken Wechselbank AG nachgeht, dann wird man irgendwann mal auch bei der Hypo Real Estate landen, als sozusagen eine Entsorgungskonstruktion der Probleme, die damit aufgehäufelt worden sind. Und man fragt sich natürlich erst einmal, wenn man naiv ist und wenn man eigentlich, ich sag mal so, sich nicht vorstellen kann, was da für Sachen ablaufen, woher nehmen die denn dann eigentlich das Geld? Ja? Also kriegen die von der EZB oder damals noch von der Bundesbank für einen Kredit, 90 Millionen war einer gewesen, den ich kennengelernt habe, wo ich das Projekt kannte, wo ich ein bisschen Beratung gemacht habe, nicht für diesen Bereich, aber eben einfach das Projekt kannte. Ja. Woher kriegen die das Geld? Ja. Holen die sich das da bei der Bundesbank und legen da irgendwelche Sicherheiten hin, die wie auch immer etwas schwächeln? Ja. Wie machen die das eigentlich? Ja? Und vor allen Dingen, warum gehen die nicht pleite, wenn der Kredit platzt? Und da ist nicht nur einer geplatzt. Die sind im Osten dutzendfach geplatzt. Ich habe also interne Revisionsunterlagen gesehen, da ging es um einen Wertberichtigungsbedarf von damals 2,6 Milliarden. Die Bank gibt es heute noch. Die heißt heute Unicredito und HRE. Also das sind so meine Fragestellungen gewesen, die ich mitgebracht habe. Und dann habe ich halt hier ein bisschen was gelernt darüber, dass die Geschäftsbanken Geldschöpfung betreiben. Die machen sich ihr Geld selbst. Und damit war für mich einiges verstehbar und erklärbar von dem, was ich damals kennengelernt habe. Ich will das jetzt nicht weiter ausweiten, ich will nur einfach sagen, woher ich komme. Und dass das keine Wirtschaft ist, die ordentlich ist, da brauchen wir gar nicht erst drüber zu reden. Weil da sammelt sich, und das ist so ein gewisser Schwerpunkt, der sich bei mir auch entwickelt hat, da sammeln sich eine ganze Reihe von Leuten, die mehr oder minder intelligent organisierte Kriminalität betreiben. Da gibt es Kickbacks beispielsweise an denjenigen, der mal eine schöne Überfinanzierung rausrückt. Also die Bayerische Hypotheken Wechselbank AG hatte zum Beispiel einen Generalbevollmächtigten namens Stumpf und der gute Mann hat auch vorübergehend mal dann im Gefängnis gesessen, der hatte auf Konten seiner Frau so an die 6, 7 Millionen Provisionszahlungen bekommen. Wofür? Dafür, dass er Kredite rausgereicht hat, das konnte er damals, er hatte eine entsprechende Position und auch recht enge Beziehungen da zu ein, zwei Vorstandsmitgliedern, die weit über dem gelegen haben, was zulässig gewesen ist. Das wussten einige in der Szene. Die haben sich das zunutze gemacht. Gab es Makler, gab es Berater. Ich habe zum Beispiel eine Anwaltsrechnung gesehen von einem Kollegen, der da auch mitgespielt hat bei solchen Geschichten. Die ging über 800.000 D-Mark, irgendwas. Leistung, kann man suchen gehen. Ne? Gibt es nichts. So haben die, wenn das geklappt hatte, Darlehen ausbezahlt, wurden erstmal Weichkosten bedient damit. Maklerprovision, irgendein Konto in der Schweiz ein bisschen gefüllt. Das ist der Ursprung der ersten Immobilienblase, die wir Anfang der 90er Jahre gehabt haben und die dann mit diesem Schneiderfall endete. So, jetzt beende ich das mal so als Einführung. Es dient einfach nur dazu, zu verstehen, woher ich komme, ja? Was meine Fragestellungen gewesen sind. Und ich war nicht so sehr daran interessiert, jetzt auf diese Art und Weise Geld zu verdienen. Ja? Ich habe einfach meinen Job gemacht. Und ich bin interessiert an realer Wirtschaft.
nicht an dieser wild gewordenen Blasenwirtschaft. Naja, okay, also Geschäftsbanken. Jetzt habe ich von einer gesprochen, die es heute nicht mehr gibt, wegen dieser Geschäfte. Die musste dann fusionieren und dann hat sie sich nochmal unter das Dach der Uni Credito begeben, hat aber trotzdem weiterhin schreckliche Geschäfte gemacht. So, und was ist jetzt mit den Kunden dieser Bank? Also die paar Eingeweihten, die wissen das. Die machen sich das zunutze. Der Normalkunde weiß es nicht. Der Normalkunde weiß nicht, was eine Bank macht, wenn sie ihm ein Darlehen ausbezahlt. Und wenn man es ihm erzählt, dann glaubt das nicht. Ist so. Ja, und die Banken machen das Geld selbst, was sie verleihen. Und dann auch aus dem Nichts. Das sind ja Thesen. Ich habe täglich mit Leuten zu tun, die gucken mich ganz groß an, wenn ich ihnen das in irgendeiner Form erzähle. Wie geht das? Geht das eigentlich? Ist es legal? Nun bin ich der Frage halt nachgegangen. Und zwar letztes Jahr ein bisschen intensiver, nachdem mir ein bisschen klarer geworden war, wie diese Mechanismen aussehen, wie das auch vor allen Dingen buchungstechnisch aussieht, ja, wie das bilanziell aussieht. Und habe mal gefragt, gibt es dafür gesetzliche Grundlagen? Ja? Ich meine, wenn Buchgeld ein Terminus ist, der mindestens mal bei Ökonomen und Bankern nicht auf Unkenntnis stößt, dann sollte man doch annehmen, dass der Gesetzgeber diesen Terminus auch kennt. Buchgeld, Giralgeld, müsste doch eigentlich geregelt sein. Das Überraschende ist, das ist nicht geregelt. Das hat mich veranlasst, eine Korrespondenz unter anderem hier auch mit der Commerzbank anzufangen und ihr die Frage zu stellen, hast du mir denn eigentlich Geld verliehen? Das ist natürlich eine provokante Frage, wenn man mit diesem Hintergrundwissen solche Fragen stellt. Ich habe Ihnen dann auch haarklein erzählt, was ich weiß dazu. Ich habe Bezug genommen auf Artikel, zum Beispiel einen in der Frankfurter Zeitung, Allgemeinen Zeitung. Ich meine auch noch auf einen Senf-Artikel. Es gibt sie doch, Geldschöpfung. Und habe auch eine Antwort bekommen von der Commerzbank, autorisiert durch den Vorstandsvorsitzenden, Herrn Blessing. Und die lautete in etwa, das ist alles in Ordnung, was wir da machen. Also Buchgeld verleihen ist in Ordnung, denn es ist allgemein anerkannt. Schlussfolgerung meinerseits, dann ist es gesetzlich nicht geregelt. So, da stehen wir immer noch. Ich warte noch auf die Antwort. Ist es gesetzlich geregelt oder nicht? Ich habe von keiner einzigen Bank bis jetzt dazu eine ernstzunehmende Stellungnahme bekommen. Die einzigen Stellungnahmen, die ich bekommen habe, das ist das hier. Die hat sich am weitesten rausgewagt, die Commerzbank. Die will auch von mir nichts mehr haben. Also, macht nichts. Ja, ich habe ganz klar gesagt, ich halte jetzt mal meine Zahlungen zurück. Ihr müsst mir jetzt mal erst einmal sagen, was ihr eigentlich hier gemacht habt. Und müsst mir nachweisen, dass ihr mir Geld verliehen habt und dass ihr auch irgendwelchen Zinsaufwand gehabt habt. Ja? Und die Commerzbank, wie gesagt, die ist still. Die hat auch keine Sicherheiten. Ist auch nicht so viel jetzt an Darlehensvolumen, was die noch von mir zurückfordern, oder beziehungsweise Tilgung und Zinsen. Und die sind sehr, sehr ruhig. Also das ist schon mal ein Ergebnis, ja. Okay, daraus schließe ich aber, und der These gehe ich dann jetzt hier im Laufe des weiteren Vortrags ein bisschen nach, dass das gegenwärtige Geldsystem illegal ist, also keine gesetzliche Regelung hat. Das ist ein bisschen sehr pauschal gesagt, ihr müsst es vielleicht ein bisschen einschränken, die Buchgeldherstellung, die ist nicht geregelt. Und diese These teste ich zurzeit mit schon einem gewissen existenziellen Einsatz. Habe mich dazu auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so positioniert, dass man mir nicht allzu viel wegnehmen kann. Einfach um diese Auseinandersetzung zu führen. Das ist nämlich auch eine auf einer intellektuellen Ebene, auf einer wissenschaftlichen Ebene. Die Bankers sind nicht bereit und in der Lage bislang,
auf diesem Niveau mit uns einen Dialog zu führen. Also provoziere ich diesen Dialog, indem ich hergehe und sage, ihr wollt Geld von mir? Dann erklärt mir erst einmal, ob ihr auch dazu wirklich berechtigt seid. Ja? Das ist der tiefere Sinn dieses Schuldenstreiks. Das ist wie wenn jemand einen Federhandschuh reinschmeißt. Ja? Okay, gehen wir weiter. Frage, wie rechtmäßig ist unser Geldsystem? Unter dieser Fragestellung steht ja die heutige Tagung. Und ich nehme mal jetzt das Ergebnis auf einer Metaebene vorneweg und komme dann so ein kleines bisschen auf die rechtlichen Grundlagen zu sprechen. Was ich jetzt hier kurz referiere, das ist gewissermaßen der Sachverhalt. Also ich bin es gewohnt, als Anwalt, als Jurist, zunächst mal einen Sachverhalt festzustellen, den möglichst richtig und vollständig, und dann fange ich mit der Bewertung an. Mein Sachverhalt lautet, wir haben hier Geldmengen M0 bis M3, davon sind 90% Buch- oder Giralgeld und 10% Münzen Bargeld. Und meine These lautet, 90% dieses Buchgeldes, also 90% unseres Geldsystems ist illegal, weil es sich um illegal, nicht gesetzlich erzeugtes Geld handelt, wenn Buchgeld Geld ist. Weil keine gesetzlichen Regelungen die Geldschöpfung durch Geschäftsbanken steuern. Ja, das ist eine Frage. Wenn Sie gestatten? Ja, natürlich. Also Fragen dürfen immer gestellt werden. Also ich bin nicht jetzt sozusagen fixiert. Gilt in den meisten westlichen Rechtssystemen nicht der Grundsatz, dass was nicht verboten ist, prinzipiell erlaubt ist? Erstens. Und zweitens, ist nicht die Regelung, die gesetzliche Regelung zur Mindestreserve, bei der ja die Banken einen Teil des Buchgeldes hinterlegen müssen, bei der Zentralbank, eine indirekte Regelung des Buchgeldes? Ja, das sind beides sehr gute Fragen. Ich würde es aber gerne zurückstellen wollen, die Beantwortung, weil ich nämlich jetzt im Laufe der weiteren Ausführungen wahrscheinlich eine Antwort darauf geben werde. Und dann kann man mal gucken, ob die passt oder nicht. Weiteres Ergebnis meiner praktischen Tests. Die staatlichen Instanzen bzw. Personal, die Justiz und andere bürokratische Kontrollinstitutionen, zum Beispiel die BaFin, machen einen Bogen um Vorschriften, die die Geldschöpfung durch Geschäftsbanken illegalisieren würden. Das geht bis zur Rechtsbeugung. Das zeige ich dann nachher auch noch. Ja, was sind die Gründe? Unwissenheit, also die habe ich mir so ein bisschen zusammengebastelt, gibt es bestimmt noch mehr Gründe. Unsicherheit, Angst, Bedürfnis nach Konformität, Korruption spielt übrigens auch eine ziemliche Rolle. Wirtschaftliche und geistige Abhängigkeiten, wes Brot ich esse. Vorläufiges Fazit, das gegenwärtige Geldsystem ist außer Kontrolle und bewegt sich außerhalb von Rechtsstaatlichkeit. Dies hat eine tiefgreifende Vertrauenskrise in das Geld, den Staat und die Politik ausgelöst, die mit gesetzgeberischen Mitteln nicht mehr zu bewältigen ist. Sie wäre zu bewältigen, wenn Geldschöpfer und Politiker weltweit eingestehen würden, dass sie nicht mehr weiter wissen, quasi zurücktreten würden und dadurch die Selbstheilungskräfte in allen Gesellschaftsteilen in Gang bringen würden. Ob das freiwillig geschieht, darf bezweifelt werden. Das ist, wie gesagt, ein vorläufiges Fazit von mir persönlich. Zu den Details für diese Tagung, für diesen Vortrag komme ich jetzt. Es wird um 4 Punkte gehen. Das Geldsystem, ich beschreibe es kurz. Die Rechtmäßigkeit, die Rolle der Justiz und Folgerungen, die daraus zu schließen sind. Das mache ich hier nicht mit dem Anspruch, jetzt das alles richtig zu wissen, alles richtig zu machen, sondern ich erwarte auch ein bisschen im Dialog oder so in der Kritik, dass der ein oder andere Fehler rausgeschmissen wird, dass da was dazukommt und so weiter, weil ich trage das in den gerichtlichen Verfahren vor. Ja, also das, was ich jetzt hier so recht knapp und kurz darstelle, das wird an passender Stelle wird das dann auch in den gerichtlichen Verfahren vorgetragen. Also, wir haben 3 Geldarten, Münzgeld, Bargeld, Buchgeld oder Giralgeld. Hersteller von Münz und Bargeld ist die Zentralbank, Notenbank, also EZB oder Bundesbank. Hersteller, Schöpfer von Buchgeld sind die privaten Geschäftsbanken mittels Kreditvergabe und Kauf von Vermögensgegenständen. Da nehme ich so ein bisschen Bezug auf den Herrn Seifert. Grundlage ist die Verklammerung der Banken über elektronische Zahlungsverkehrssysteme.
Münz- und Bargeld sind physische Verkörperungen von Geld im Sinne eines gesetzlichen Zahlungsmittels. Buchgeld ist nicht physisch verkörpert. Rechtlich betrachtet handelt es sich um eine Forderung gegen die Bank auf Auszahlung von Bargeld. Das ist übrigens eine ganz wichtige Stelle, weil da scheiden sich dann schon mal zum ersten Mal die Geister. Zurzeit wird Buchgeld noch von Nichtbanken, also Unternehmen, staatlichen Stellen und Verbrauchern als Zahlungsmittel akzeptiert, allgemein anerkannt. So, Münzgeld, Bargeld und Buchgeld, Euro haben gegenwärtig folgende Volumen, ca. 9 Milliarden Münzgeld, ca. etwas knapp drunter 900 Milliarden Bargeld und Buchgeld knappe 10 Milliarden. Die Zahlen sind grobe Angaben, um sich die Relationen besser einzuprägen. Sie, die Relationen sollten zum Rüstzeug jeden Politikers gehören, der sich mit der Euro-Krise oder Staatsschuldenkrise oder Finanzkrise und so weiter und den daraus folgenden Wirtschaftskrisen beschäftigt. So, dann kommen wir mal zur Verteilung dieser Geldmenge unter der Bevölkerung. 10 Billionen. Danke. Ja, es ist übrigens interessant zu sehen, dass meiner Meinung nach etwa so ab 2 bis 3 Millionen die Vorstellungskraft des Menschen sowieso aufhört. Ja. Also ob das eine Zahl mit 9 Nullen oder mit 12 Nullen ist, das ist völlig... Das gilt nur für mich natürlich. Gut, also kommen wir aber mal zur Verteilung dieser Geldmenge unter der Bevölkerung, was ein Thema ist, was in der Öffentlichkeit übrigens kaum diskutiert wird. Ja. Das größte Stück vom Geldvermögenskuchen gehört den oberen 10% mit knapp 2/3, Tendenz steigend. Auf den Geldadel, also die obersten 1%, entfallen fast 1/3, Tendenz noch mehr steigend. Der Rest, also 1/3, verteilt sich auf die 90% wie folgt. 50% haben kein Geldvermögen. Alles sehr grob jetzt natürlich, dient aber eher dazu, eine grobe Orientierung einfach irgendwie parat zu haben. Für die Hälfte der Bevölkerung ist der Euro also kein Wertaufbewahrungs- und Sparmittel. Sie müssen also gar nicht erst den Verlust einer eigenständig mit dem Euro aufgebauten Altersvorsorge fürchten. Sie haben nämlich keine. So. Bei einer Betrachtung nach Vermögensklassen ist also etwa die Hälfte der Bevölkerung Teil der Unterklasse. 40% sind danach Mittelklasse. Auf sie entfallen ca. 1/3 der Euro-Geldmenge, Tendenz fallend. Also genauso viel wie auf die Geldadelsklasse, 1% der Bevölkerung. Diese Schieflage vergrößert sich beständig, zum Beispiel durch Zinseszinseffekte, die zur permanenten Umverteilung von unten nach oben beitragen. Große Geldvermögen vergrößern sich beständig, absolut und prozentual. Da gibt es jetzt ein neues Buch von einem Herrn Professor Kreis, das ich gerade lese, Profitwahn. Der hat das also ziemlich intensiv aufbereitet. Inhaber großer Vermögen profitieren leistungslos von diesem System durch Einnahmen aus Zinsen, Mieten, Dividenden, Steuern, indirekt oder Entnahmen, die andere erwirtschaftet, erarbeitet haben. Okay, das ist jetzt sozusagen meine Beschreibung der, des Sachverhaltes gewesen. Jetzt kommen wir mal zur Rechtmäßigkeit. Wenn man sich die Frage stellt, ist dieses System rechtmäßig, dann muss man natürlich auch ein bisschen was dazu sagen, was ist denn Recht? Und Maßstab für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit sind die geltenden Normen der Geldherstellung, des Inverkehrbringens, der Geldverteilung und der Geldmengensteuerung. Also angefangen mit EU-Richtlinien, Grundgesetz, Bundesgesetze, gegebenenfalls Landesgesetze, untergesetzliche Normen, insbesondere Rechtsverordnungen und der Auslegung durch höchstrichterliche Rechtsprechung, insbesondere des Bundesverfassungsgerichts. Das kann man sicherlich noch ein bisschen ergänzen. Dazu gehört natürlich auch noch das Arbeitsübereinkommen zum EU-Vertrag, da ist speziell der 128. Ich habe mir jetzt hier eine wichtige gesetzliche Regelung herausgegriffen, nämlich den Paragraphen 14 des Bundesbankgesetzes. Da ist nämlich die Herstellung von Münzen und Bargeld geregelt. Ich lese mal vor. Paragraph 14, Notenausgabe. Die Deutsche Bundesbank hat unbeschadet des Artikel 128 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union das ausschließliche Recht, Banknoten im Geltungsbereich dieses Gesetzes auszugeben. Auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Die Deutsche Bundesbank hat die Stückelung und die Unterscheidungsmerkmale der von ihr ausgegebenen Noten öffentlich bekannt zu machen. So, eine ähnliche Vorschrift oder eine wie auch immer identische Vorschrift, ja, die sich auf die Herstellung von Buchgeld bezieht, wird man im Bundesbankgesetz nicht finden. Fehlen dann die Münzen oder sind die wirklich nicht drin? Die Münzen, die sind, ich weiß nicht, ob sie jetzt hier im 14, ob ich sie jetzt möglicherweise rausgenommen habe, weil mir ging es eigentlich ehrlich gesagt nur um die Banknoten.
Aber die Münzen sind auch mit, die werden in gleicher Weise sozusagen geregelt da wie. Da drin, aber nicht, da sind sie ausgeschlossen. Kurze Bemerkung, die Münzen sind noch in der Hoheit des Finanzministers. Ah ja, gut, danke. Ungeachtet dessen, wenn dieser Satz da drin steht, sind sie kein Zahlungsmittel. Bitte? Wenn dieser Satz so da drin steht, wären die Münzen kein gesetzliches Zahlungsmittel. Moment, kein unbeschränktes. Achso, kein unbeschränktes. Weil man niemandem zumuten kann, so. Das sagt voll Geld. Ah, die Beschränktheit. Ja, also sehr gute Beiträge, da habe ich jetzt. Da habe ich nicht mein Augenmerk so drauf geschmissen auf die Münzen, die sind für mich eher Spielkram, aber mir ging es ja vor allen Dingen um eine Abgrenzung gegenüber dem Buchgeld. So, was ist mit dem Buchgeld? Weitaus kniffligeres Thema. Fängt schon an damit, dass es keine Rechtsnorm gibt, die die Buchgeldherstellung ausdrücklich regelt, insbesondere erlaubt. Also es gibt indirekt Regelungen natürlich, ja, also Mindestreservevorschriften beispielsweise, ja, oder auch diese ganzen Eigenkapitalregelungen, die haben natürlich immer auch im Hinterkopf sitzen, dass die Banken hier irgendwas mit Buchgeldherstellung machen. Aber es wird einfach nicht ausdrücklich geregelt und vor allen Dingen, es wird nicht ausdrücklich erlaubt. Und das halte ich schon mal für einen Punkt, wo man also sagen kann, dass das Buchgeld, was auf diese Weise hergestellt wird, dass Geschäftsbanken einen Buchungsvorgang vornehmen, ja, dass dieses illegal ist. Das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber wenn es keine rechtliche Regelung dafür gibt, also keine gesetzliche Regelung, sage ich jetzt mal, kann man das ohne weiteres mal vertreten. Und da muss man sich damit auseinandersetzen. Und darum geht es mir. So, im Kreditwesengesetz, da habe ich dann auch noch eine Vorschrift ausgegraben bei meiner Suche, findet sich eine Regelung, der man ohne weiteres entnehmen kann, dass die gegenwärtige Buchgeldherstellung, Geldschöpfung aus dem Nichts, mit minimalster Bargelddeckung verboten ist und ein Verstoß gegen dieses Verbot strafbar ist. Das ist natürlich sehr provokant, weil dieser verdammte Paragraph 3, Nummer 3, Kreditwesengesetz, der ist, glaube ich, außer Anwendung geraten. Also wenn man da mal in Kommentaren schaut, wann denn da so die letzten Entscheidungen gefallen sind in diesem Bereich, dann geht das schon ziemlich weit zurück. Aber der Nummer 3, also Paragraph 3, Nummer 3 Kreditwesengesetz ist eine Norm, die, wenn man sie etwas nach ihrem Zweck interpretiert, zumindest mal die BaFin ins Schwitzen bringen müsste. Das heißt nämlich hier, verbotene Geschäfte, der Betrieb des Kreditgeschäftes, ich würde also mal Verleihung von Buchgeld, würde ich schon mal unter den Begriff Kreditgeschäft subsumieren wollen, wenn es durch Vereinbarung oder geschäftliche Gepflogenheit ausgeschlossen oder erheblich erschwert ist, über den Kreditbetrag durch Barabhebung zu verfügen. Das ist natürlich so eine Sache. Was sagt der, wie soll ich sagen, auf der anderen Seite sitzende Banker? Der sagt, ja gut, der Kunde kann doch jederzeit hergehen und kann sich da seine 100.000 abheben bei uns. Ja, wir haben doch das vorrätig. Ja. Und wenn es sein muss, holen wir es uns halt bei der EZB. Ja. Das Problem ist allerdings, wenn das alle machen würden, ja, wäre sowieso schon sofort Schluss. Aber es reichen ganz wenige nur aus, da in Wahrheit die Bargelddeckung oder die Zentralbankgelddeckung für die Buchgeldkredite irgendwo im Bereich von, was weiß ich, 3-4% sich bewegt. Ja. Dann haben wir noch ein bisschen Mindestreserve von 1% und der Rest ist Luft. Im Englischen sagen sie Thin Air. Finde ich eine schöne Übersetzung. Gibt es eine Menge Videos im Internet, die also die Geldschöpfung aus dem Nichts erklären, also im Englischen, englische Videos. Und da heißt das dann halt Thin Air. Tja, und ich meine, dass der damalige Gesetzgeber jedenfalls solche Geschäfte verbieten wollte. Das Gesetz hat nämlich folgenden Zweck. Es soll Unternehmen verbieten,
die unter missbräuchlicher Ausnutzung der Möglichkeiten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs Kredite gewähren. Die besonderen volkswirtschaftlichen Gefahren derartiger Einrichtungen liegen in der hohen Kreditkapazität, die sich aus dem Ausschluss oder dem Erschweren der Barabhebung ergibt. Im Gegensatz zu den normalen Kreditinstituten brauchten diese Unternehmen für ihre Verpflichtung keine liquiden Mittel bereitzuhalten und könnten, da sie einen besonders hohen Expansionskoeffizienten haben, in weit höherem Maße als die anderen Kreditinstitute zur Ausdehnung des Geldvolumens und damit zu einer Störung der finanziellen Stabilität der Volkswirtschaft beitragen. Während die Notenbank bei Kreditexpansionen anderer Kreditinstitute diesen Gefahren durch kreditpolitische Mittel begegnen könne. Sei dies bei den unter § 3 Nummer 3 KWG aufgeführten Unternehmen kaum der Fall. Wenn man jetzt mal hergeht und sagt, diejenigen Kreditinstitute, die Geldschöpfung betreiben, also Buchgeld herstellen, sind genau diejenigen Unternehmen, die mit diesem Gesetz, mit dieser rechtlichen Regelung erfasst werden sollten. Dann hätte man also jetzt schon die rechtliche Grundlage, um diese Geldschöpfung aus dem Nichts zu verbieten. Das steht doch im Gegensatz zu den normalen Kreditinstituten. Ja, sind die Geldschöpfungsinstitute diejenigen, die Kreditschöpfung aus, also die Buchgeldkredite vergeben, sind das normale Kreditinstitute? Ja, ja. Mit Zulassung dazu. Dürfen die Buchgeld herstellen? Nein, Kredite vergeben. Ja, ich rede von Buchgeldkrediten. Das ist das, was ich mache. Das ist sozusagen eine Zuspitzung. Ja? Es dient der Schärfung der Auseinandersetzung und des Klarmachens, dass normale Kreditinstitute nach dem Verständnis dieser Vorschrift, die kommt aus dem Jahr 1961, das muss man dazu sagen, natürlich solche gewesen sind, die 1961 hatten wir noch nicht großartig mit irgendwas mit EDV und Ähnlichem zu tun, ja, die halt ganz normal gedeckt Kredite vergeben haben, ja, ne? Wo die Geldmenge halt kontrolliert worden ist durch die Bundesbank damals. 1961 hatten wir ja noch keine EZB. Ah, der Mann. Soll nicht zur Eile mahnen, nur eine Frage, das ist der Gesetzeskommentar gewesen. Das ist aus der Gesetzesbegründung entnommen. 1961, ja. Wird aber nicht praktiziert. Ne? Also ist sozusagen, hat sich irgendwie, ist de facto außer Kraft. Existiert aber. Ja. Ich bin auf die Vorschrift gestoßen, ja, das ist, also, mit der muss man sich dann halt auseinandersetzen, ja. Was sagt denn die Commerzbank dazu? Normale Kreditinstitute, die können normale Kreditvergabe machen mit Zentralbankgeld. Das ist alles, was da im Grunde genommen erreicht werden sollte. Die haben gar kein Zentralbankgeld, die können nur Girardgeld verleihen. Ja. Ja, aber gedeckt 100%. Ich meine, das ist 100%. Das steht doch da nur Englisch. Das steht nicht da. Die Mindestreserve gab es damals schon, das heißt, es war auch noch im Rahmen der Mindestreserve. Ja, aber ich nehme mal an, das gab es ja damals noch nicht, 1961. Diese Möglichkeiten der EDV, mit der man ja riesige, wie soll ich sagen, Buchgeldmengen schafft, ja. Das war wahrscheinlich noch nicht einmal vorstellbar gewesen. Ja, das hat mit EDV gar nichts zu tun. Gut, da sind wir schon in Diskussion. Ja. Ich wollte nur diese Vorschrift gezeigt haben. Ich wollte, weil hier ja das Thema auch immer im Hintergrund Vollgeld ist, zeigen, dass es da eine Vorschrift gegeben hat, die bestimmte Kreditgeschäfte verbietet. Ja. Und warum und weshalb. Und man kann sich ja dann darüber unterhalten. Passt das auf das, was jetzt mit der Geldschöpfung aus dem Nichts betrieben wird, oder passt es nicht? Ja, das ist dann eine Diskussion. Ich will da auch jetzt keine, feststehende Meinung oder sowas von mir geben, sondern nur einen Gesichtspunkt. So, also hier habe ich dann noch ein bisschen was über den 3.3
von mir gegeben, aber da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Also mein Stand ist der, der wird nicht praktiziert. Und ich habe mal das nette Beispiel gebildet, dass ich sitze noch im Gutachterausschuss für die Bewertung von Immobilien in Frankfurt. Wenn wir mit Schwarzbauten zu tun haben, was häufig der Fall ist, ja, also wo einfach die Bauaufsicht es duldet, da sagen wir dann, naja gut, okay, gehen wir mal davon aus, dass es geduldet wird. Soll von mir aus auch rechtswidrig sein, aber weil es geduldet wird, ist es für unsere Bewertung irrelevant. Es könnte also sein, dass diese Vorschrift quasi als irrelevant einzustufen ist. Nun zur Rolle der Justiz. Ich habe diesen Schuldenstreik mit der Aufforderung begonnen, dass mir die Bank nachweisen soll, ob sie mir Geld als Zahlungsmittel verliehen hat im Sinne der gesetzlichen Definition. Also ihrerseits überhaupt die Darlehensauszahlungsverpflichtung erfüllt hat und ich dadurch wirklich zu einem Schuldner gemacht worden bin. Zivilrechtlich betrachtet geht es dann dabei um die Frage, ob die Bank ihre Verpflichtung gemäß § 488 BGB erfüllt hat. Im Streitfall ist das dann von Zivilgerichten zu entscheiden und ich werde mit Sicherheit auf dem Weg durch die Instanzen werde ich dazu Entscheidungen bekommen. Jetzt sagt der 488 BGB, vertragstypische Pflichten beim Darlehensvertrag, durch den Darlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem Darlehensnehmer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur Verfügung zu stellen. Das mit dem Zins lasse ich jetzt mal weg. Gehen wir mal den Begriff Geldbetrag weiter nach. Und da findet man dann halt in einem sehr, wie soll ich sagen, verbreiteten Praktikerkommentar, Paland, also die Berufskollegen, die wissen dann schon, was gemeint ist, folgende Ausführungen. Die Währung ist gleichgültig, im Zweifel ist es die inländische. Mit dem Wort Geldbetrag ist die wertmäßige Verschaffung gemeint, nicht eine Anzahl bestimmter Geldscheine. So, also mit der Lieferung von Euros erfüllt der Darlehensgeber seine Auszahlungspflicht. Könnte man so sagen. Nur liefert denn die Bank Euros? So, dann schauen wir uns jetzt noch weiter an, was wir der Kommentierung entnehmen können. Die verweist da auf eine Randnummer 5 und da heißt es dann, zur Verfügungstellung bedeutet, dass der Darlehensgegenstand aus dem Vermögen des Darlehensgebers ausgeschieden oder von einem Dritten zur Verfügung gestellt und dem Vermögen des Darlehensnehmers in der vereinbarten Form endgültig zugeführt wird. Da hat der Kommentar aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs zitiert. So, das umfasst das Verschaffen und Belassen des Geldes für die Laufzeit des Darlehensvertrages durch Bar oder, und jetzt kommt's, Buchgeld. Da taucht also zum ersten Mal nicht in dem gesetzlichen Text, nicht im Gesetzeswortlaut, sondern in der Kommentierung der Begriff Buchgeld auf. Und dann geht es halt noch ein bisschen weiter. Verschafft wird durch die Zahlung jeder üblichen Art, bar durch Geldscheine, insbesondere durch Auszahlung der Bank, Überweisung, Gutschrift auf dem Konto des Darlehensnehmers oder Einräumen eines Überziehungskredits. Ja, nun ist aber Buchgeld kein gesetzliches Zahlungsmittel, sondern lediglich ein Anspruch auf Auszahlung von Euros, beziehungsweise Geld als Zahlungsmittel. Es wird auch nicht aus dem Vermögen des Darlehensgebers ausgeschieden. Es ist ja kein Vermögen. Nur eine Gutbuchung bei der Bank, eine Rechnungseinheit, reine Information. Es ist somit also keine vertretbare Sache gemäß § 91 BGB, sondern nur ein Recht auf diese Sache. Nur bei Bar- oder Münzgeld handelt es sich um vertretbare Sachen. Jetzt zitiere ich wieder den Kommentar. Vertretbar ist eine Sache, wenn sie sich von anderen der gleichen Art nicht durch ausgeprägte Individualisierungsmerkmale abhebt und daher ohne weiteres austauschbar ist. Vertretbar sind, und jetzt kommen die Beispiele, Geld, Wertpapiere, zum Beispiel Aktien, Waren aus Serienfertigung und, und. Das ist schon mal sehr interessant. Der Begriff Buchgeld wird also nicht näher definiert und erläutert. Im Kommentar steht einfach nur Buchgeld. Auf 91 BGB wird nicht eingegangen. Es wird nicht der Frage nachgegangen, ist Buchgeld eine vertretbare Sache gemäß § 91 BGB? Findet man in dem Kommentar nicht. Also keine Darlegung, warum Buchgeld ebenfalls eine vertretbare Sache sein soll.
keinerlei Beleg aus der Rechtsprechung oder aus anderen gesetzlichen Vorschriften dafür, dass Buchgeld gleichwertig, wertmäßige Verschaffung mit Bargeld ist. Offensichtlich hat sich noch niemand mit diesem Thema beschäftigt. Ja, sonst würde es diese Widersprüche in der Kommentierung nicht geben. Fazit: Mit Buchgeld kann nach den gesetzlichen Bestimmungen des BGB mit die Darlehensauszahlungsverpflichtung nicht erfüllt werden. Das ist jetzt eine quasi These, die ich aufstelle. Es handelt sich nicht um Geld im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen. Damit müssen sich die Banken auseinandersetzen, damit muss sich die Justiz auseinandersetzen. Wir müssen hergehen und müssen rauskriegen, ist Buchgeld Geld im Sinne des 91 oder des 488 BGB. So, dann habe ich das auch konkret gemacht und habe in zwei Verfahren, das eine habe ich selber geführt oder führe ich noch, also das läuft alles. Das ist also momentan mitten in der, wie soll ich sagen, in der Phase 1. Da habe ich in einem Verfahren bei dem Landgericht Frankfurt unter anderem, das ist eins der Argumente gewesen, die ich halt benutzt habe, habe ich da mal ein bisschen was von dem vorgetragen, was ich jetzt auch gerade vorgetragen habe. Und ich muss jetzt mal gucken, dass ich das hier richtig auf die Reihe bringe. Ja, gut. Ja, also ich habe das da vorgetragen. Das ist ein Beschwerdeverfahren gewesen. Da ging es um Prozesskostenhilfe. In der Regel mache ich es so, dass ich diese Fragestellungen jetzt nicht für mich, aber wenn ich für andere agiere, in Prozesskostenhilfeverfahren thematisiere, weil die Chance, dass man dann sowas dann auch, ich sage mal, in eine juristische Auseinandersetzung hineinbringen kann, bei der man nicht gleich von vornherein abgeschreckt wird, die ist natürlich wesentlich größer, wenn man über ein Prozesskostenhilfeverfahren den Einstieg findet. Warum? Prozesskostenhilfeverfahren erfordern auch eine Prüfung der Erfolgsaussichten. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt kürzlich entschieden, im Grunde genommen eine bestehende Rechtsprechung nochmal bestätigt, dass schwierige rechtliche und tatsächliche Fragen nicht im Rahmen einer Erfolgsaussichtenprüfung, im Rahmen eines Prozesskostenhilfeverfahrens entschieden werden dürfen, sondern in solchen Fällen muss Prozesskostenhilfe gewährt werden. Und das verschafft einem dann das Entree. Und in einem solchen Verfahren hatte ich also unter anderem auch diese These vertreten, dass da kein Geld im Sinne der gesetzlichen Vorschriften bislang ausgezahlt worden ist, in einem Fall, bei dem es um eine Vollstreckung aus einer Grundschuldbestellungsurkunde geht, die einen Darlehensrückzahlungsanspruch der Bank absichert. Und die Richterin hat in relativ knappen Sätzen hat es halt abgetan und hat gesagt, der Schuldner habe doch Geld bekommen, er hat sich ja schließlich eine Wohnung damit gekauft. So in etwa. Ich verkürze das jetzt etwas. Aber so in etwa war die Reaktion gewesen. Ja. Das geht jetzt noch weiter, dann wird man mal sehen, was bei etwas intensiverer Prüfung da rauskommt. Dann haben wir aber auch bereits einen Fall, wo Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist, auf Grundlage dieser Argumentation. Das ist ein Fall, wo die Bank eine Zwangsversteigerung betreibt. Der Schuldner ist eigentlich jemand, der normalerweise seinen Kredit hätte zurückzahlen können, aber der hat halt einen Unfall gehabt, einen Arbeitsunfall und ist einfach ausgeschieden gewissermaßen aus dem Erwerbsleben und kann den Kredit nicht mehr zurückbezahlen. Und da wird üblicherweise halt aus Grundschuldbestellungsurkunden, die halt eine sofortige Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung enthalten, wird dann vollstreckt.
Das ist speziell hier in dem Fall das Landgericht Heilbronn, ein Einzelrichter beim Landgericht Heilbronn, der in dem Fall den Prozesskostenhilfeantrag bewilligt hat, also stattgegeben hat. Ups, was habe ich denn jetzt gemacht? Und auch noch, was ja ganz wichtig ist in solchen Fällen, wo Zwangsversteigerungsverfahren laufen, die Zwangsversteigerung eingestellt hat bis zur Entscheidung in der Hauptsache. Das ist für Banken ist das sehr gefährlich, wenn sowas passiert, weil die Grundschuldbestellungsurkunden ist eigentlich ihr größtes Asset, ihr wichtigstes Vermögen, was sie haben, ne? Ja, der Antrag ist von einem Kollegen eingereicht worden, mit dem ich zusammenarbeite, weil wenn ich auftrete, erwarte ich immer, dass ich maximal Widerstand habe. Also wenn ich im eigenen Namen meine Aktionen durchführe, dann bekomme ich wirklich eine Mauer. Und da ist jedes Mittel recht, um mir nicht recht zu geben. Ja. Das befördert aber auf der anderen Seite auch wieder dann Argumente auf meiner Seite, ein Widerstandsrecht wahrzunehmen. Denn die Ablehnung von, wie soll ich sagen, normalen Entscheidungen zu meinen Gunsten geschieht häufig auch in einer Art und Weise, dass man schon auch von Rechtsbeugung sprechen kann. Und da wird es dann hässlich an der Stelle. Das möchte ich aber letztendlich nicht haben. Ich will also nicht haben, dass das in so eine Auseinandersetzung abgleitet, wo man da gegeneinander kämpft und so weiter, sondern mir geht es schon darum, dass auch klar wird, dass es mir hier um einen Wandel des Geldsystems geht. Ja. Und das ist immer ganz wichtig, dass man das hochhält. Ja, Folgerung, kurz gesprochen, Geldschöpfung durch Geschäftsbanken entbehrt These, den erforderlichen gesetzlichen und rechtlichen Grundlagen. Schuldnerwiderstand durch Zahlungsstreik ist berechtigt und kann sich auf eine Reihe von gesetzlichen Vorschriften stützen. Der Durchsetzung dieser Rechtslage und damit auch einer anderen Geldordnung, zum Beispiel mit Vollgeld und Monetative, steht in erster Linie die heutige Justiz im Wege. Es bedarf zur Durchsetzung einer neuen Geldordnung einer Justizreform und einer durchgreifenden Entbürokratisierung, das heißt der Abschaffung des Lebenszeitbeamten als maßgeblichen Manager moderner Gesellschaften, die so organisiert sein müssen, dass Kooperation sich lohnt und nicht Krieg, genannt Wettbewerb. Rolle und Funktion und Ausbildung von Juristen sind grundsätzlich zu hinterfragen. Dasselbe gilt für Ökonomen. Beide Professionen haben gefährliche Kommunikations- und Wissensdefizite. Ja, vielen Dank. Ja, auch vielen Dank. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für die Diskussion. Zum einen, das ging ja zum Ende ein bisschen schnell, gibt es die Möglichkeit, dass auch der Geldhahn zuseite, das nachzulesen oder mit anderen zusammen? Ja, ich werde das noch ein bisschen aufarbeiten. Ja, also ich habe in der Vorbereitung gemerkt, das ist ein so heftiger Stoff. Ich muss irgendwie eine Mischung finden zwischen ganz konkreten Beispielen und einer allgemeinen Ausführung und so weiter, aber das sind so viele Lücken dazwischen. Ja. Die muss man auffüllen und das wird auch geschehen. Ja. Die zweite technische oder eigentlich die inhaltliche Frage, Sie sind ja neben Ihrer deutschen Ausbildung auch Master of Law, also ich ergänze noch schnell die Vorstellung von vorhin gewissermaßen. Ist es denn im angelsächsischen Raum alles ein bisschen so ähnlich, ganz grob oder im Wesentlichen Dingen ganz anders? Das wäre eine technische Frage. Ja, es ist so, man wird sich, also es ist, man kann sich eigentlich nur wundern, wie sehr wir hier im eigenen Saft uns bewegen. Es gibt im angelsächsischen Raum gibt es also eine große Vielzahl von Leuten, die sich mit der Geldschöpfung aus dem Nichts beschäftigt haben und daraus dann Aufklärungsvideos gemacht haben. Also es gibt einen, wie heißt der, Melon, glaube ich, oder was so ähnlich in den USA. Der hat das dargestellt, es gibt auch, das geht bis nach Neuseeland und Australien übrigens, lustigerweise, ja, also es gibt eine ganze Menge an Videos, die die Geldschöpfung aus dem Nichts beschreiben. Meistens mit der Absicht, es ein bisschen leichter verständlich zu machen. Und
Reaktion darauf, eine Menge Initiativen, die in andere Geldsysteme überwechseln wollen und dann Bartersysteme praktizieren oder Regio-Währung ausprobieren und Ähnliches. Ja, jetzt haben wir schon eine ganze Reihe Wortmeldungen. Wollen wir das sammeln, zusammenfassend oder einzeln zusammenfassend, je nachdem? Also zeitlich ist es oft besser vielleicht. Also, weil man nicht mehr so viel Zeit hat, machen wir mal zusammen. Ja, ja. Und dann darf ich die Fragesteller bitten, sich auch kurz zu fassen natürlich. Also erstmal Josef, bitte, was erste. Prima. Also, ich habe dieser Tage von einem Freund der Monetative aus Griechenland, da hat mir zwei, drei europäische Direktiven zugeschickt. Da gibt es ja eine Direktive über E-Geld und so, das sind die neueren. Aber es gibt eine vorausgehende aus dem Jahr 2000. Und da steht in Artikel 3 oder 4, dass die Ausgabe von elektronischem Geld, das Äquivalent zu Buchgeld, die Banken sind das, die das elektronische Geld ausgeben. Issue steht da. Mhm. Es steht also im Sinne ihrer Kriterien, ist sozusagen die Inverkehrbringung durch die Banken, soweit gibt es eine Rechtsgrundlage nach meinem Verständnis, aber über die Geldherstellung wird nichts gesagt. Und außerdem steht da noch, dass Bankenkredit ein Geldsurrogat ist, steht auch in dem Gesetz. Also das heißt, man kann auf diese Direktive Bezug nehmen, um zu sagen, dass die Banken nicht zur Herstellung solcher, also die Herstellung ist praktisch nicht geregelt, aber es wird gesagt, dass das kein Geld ist, sondern ein Geldsurrogat. So, das scheint mir wichtig. Dann war ich erstaunt, dass Rechtsvorschriften irrelevant sein können. Ich dachte, wenn es ein Gesetz gibt, dann gibt es das. Also dieser Kreditwesengesetz finde ich interessant. Und zu dem Gesetzkommentar, da haben Sie zitiert, es kommt darauf an, auf die Frage, ob der betreffende Betrag aus dem Vermögen des Darlehensgebers ausgeschieden. Das scheint mir eine entscheidende Stelle zu sein. Das sollte man mit Nachdruck und Beachtung verschaffen, denn das würde bedeuten, dass eine Bank, dass hier verlangt wird oder unterstellt wird, dass eine Bank einen Abzug von ihren Aktiva vornimmt, wenn sie ein Darlehen gibt. Oder das ist nicht der aus Fall. Ihrer Bilanz herausnimmt. Das bleibt in der Bilanz drin und da ist genau. Meines Erachtens der Hauptansatzpunkt für ja. Ja, das sehe ich genauso. Es ist allerdings relativ erst neu ja, in das Arsenal bei mir jetzt reingekommen. Ja. Weil das ist ganz klar, ja. Das müsste ja dann entsprechend gebucht werden. Ja. Das muss aus dem Vermögen heraus. Ja. Dann mal Christopher. Ja, also ich möchte der These widersprechen, dass jetzt die Realgeldschöpfung schlicht deswegen illegal ist, weil sie gesetzlich nicht geregelt ist. Das ist halt alles Gewohnheitsrecht. Also ich denke, mit der These beißt man sich leicht die Zähne aus. Dann wird es heißen, ja, das ist Gewohnheitsrecht, das ist über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte so gewachsen. Und quasi ist aber schon immer so gemacht. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Ja, das ist, will ich ganz kurz darauf antworten. Ich habe mir auch schon überlegt, ob man das nicht vielleicht eine Konvention nennt. Ja? Also praktisch eine Verhaltensweise, irgendwie, was sich halt entwickelt hat, außerhalb der geschriebenen rechtlichen Regelung. Eine allgemeine Gepflogenheit. Ja, oder eine allgemeine Gepflogenheit oder sowas. Nur, dann taucht natürlich die Frage auf, wann wird eine allgemeine Gepflogenheit in einem demokratischen Rechtsstaat des Grundgesetzes zu Recht. Ja, man muss sich damit der Frage auseinandersetzen. Wer bestimmt denn das dann? Ja? Und da kommen wir auf ganz grundsätzliche Dinge zu sprechen. Ja? Wie entsteht Recht? Ja. Es steht sogar im Gesetz manchmal nach Verkehr und Sitte drin. Ja, es gibt Verkehrssitte zum Beispiel, ja. Nur bei so einer wichtigen Sache wie dem Geld, ja. Wenn es Gewohnheitsrecht ist, dann muss man sich mit der Frage auseinandersetzen, ob dieses Gewohnheitsrecht verfassungsmäßig ist, sprich, ob es quasi sich nicht irgendwie beißt mit Grundrechten, insbesondere den Gleichheitsgrundsatz, aber auch den sonstigen Freiheitsgrundrechten, wie zum Beispiel Eigentumsgrundrecht, Eigentumsgrundrecht. Ganz genau. Muss man dann abprüfen. Ich meine allerdings nicht, es gibt ja im Grundgesetz gibt es ja auch Gesetzgebungszuständigkeiten. Ja? Es gibt eine ausschließliche Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes, es gibt eine konkurrierende Gesetzgebungszuständigkeit, wo man eben, je nachdem wer da zuerst tätig wird, dann auch die Gesetzgebungszuständigkeit folgt. Oder es gibt den Landesgesetzgeber und es gibt nicht ein, wie soll ich sagen, es, auch
auch Gewohnheitsrecht muss sozusagen legitimiert werden. Ja? Es muss ein legitimierender Akt des Gesetzgebers dazukommen, meiner Meinung nach. Sonst sind wir dann weit weg von Demokratie, weil wer bestimmt denn dann eigentlich im Grunde genommen, in welchem Umfang, mit welchen Inhalten, für wen Gewohnheitsrecht gilt? Ja? Dann haben Sie sich gemeldet, bitte kurz fassen. Wie ich vorher schon erwähnte, ich befürchte, dass die gesetzlichen Regelungen zur Mindestreserve diese Schöpfung von Buchgeld legalisieren. Weil wenn 1% oder egal wie viel Prozent also festgelegt werden, dann ist ja implizit dann die Schöpfung von Buchgeld bis zu dieser Grenze erlaubt. Ja, ich kann das ehrlich gesagt nicht beantworten, ja, weil das ist aber auch Zentralbank, wo auch keine Mindestreserve gefordert wird. Also. Ja. Aber in Deutschland? Oder? In Deutschland, in England heute nicht. Okay, ja, jetzt bitte. Ganz kurz. Also ich glaube, dass die Argumentation nicht inhaltlich stichhaltig ist, aus folgendem Grund. Wenn ich zur Bank gehe, habe ich zwei Möglichkeiten, einen Kredit zu bekommen. Ich kann sagen, bitte, ich möchte den Kredit 1.000 Euro in bar, oder ich kann sagen, bitte, ich möchte den Kredit 1.000 Euro auf mein Konto. Wenn ich sage, ich möchte den Kredit 1.000 Euro bar, haben Sie wahrscheinlich nichts dagegen, weil da ist der Vermögensübergang und alles da. Nun, ein Kreditnehmer will aber normalerweise nicht Bargeld, weil er mit Bargeld viele Dinge nicht bezahlen kann. Daher würde ich, wenn ich den Kredit in bar bekomme, das Bargeld wieder bei der Bank einlegen und dann ganz normal eine Forderung bekommen, mit der ich dann überweisen und bezahlen kann. Das heißt, faktisch ist es völlig egal und macht auch rechtlich meines Erachtens keinen Unterschied, ob ich den Kredit in bar bekomme oder direkt auf das Konto gutgeschrieben. Daher glaube ich nicht, dass diese Argumentationen stichhaltig sind. Bitte sehr, Bauherr. Ja, ganz kurz, mein Name ist Thorsten Fuß, ich bin auch wie Sie Jurist, ich bin Insolvenzverwalter und wirke dabei also an dem Prozess mit, der Giralgeldschöpfung sozusagen konträr gegenübersteht, also deren Ausbuchung von Forderungen, die nicht mehr werthaltig sind. Mein Einwand wäre, dass Sie sich das bei der Diskussion, die Sie führen, ich auch für sehr ehrlich halte, weil Sie ja letztlich auch einen gesellschaftlichen Prozess in Gang setzen kann, vielleicht das wesentliche Argument außer Acht lassen, nämlich das Thema des Zinses. Das ist bislang hier noch nicht zur Sprache gekommen. Wenn ich Buchgeld, Giralgeld schöpfe, da würde ich jetzt auch meinem Vorredner gerade recht geben wollen, die Geldmenge wird entsprechend erweitert. Das führt, das müssen wir diskutieren, zur Blasenbildung, das Verhältnis zwischen realen Vermögenswerten und dem Finanzvolumen, was aus Schuld herrührt, wird immer weiter asymmetrisch. Aber das Problem ist ja doch eigentlich, dass wir etwas haben, was wir früher anfängliche Unmöglichkeit genannt haben. Wenn der Kredit herausgereicht wird auf der Basis einer Zinsschuld, dann ist ja die Geldmenge im Zeitpunkt der Kreditvergabe objektiv in der Summe noch gar nicht da, um die Zinsen zu bezahlen. Damit würde ich also letztlich zumindest zu einem enteignenden Element kommen und das am Ende dann auch auf verfassungsrechtlicher Ebene diskutieren wollen. Das wäre vielleicht nochmal ein Hinweis für Ihre juristische Argumentation. Ja, vielen Dank. Ich habe das Thema Zins bewusst nicht jetzt mit reingenommen, weil das hätte ich nicht mehr zeitlich untergebracht. Aber das ist ein stärkeres Argument, als das Argument zu sagen, ich habe ja nur Buchgeld bekommen. Ja. Ja, weil der Zins ist ja letztendlich das, was die Bank für eine Leistung nimmt. Ja. Und wenn sie keine Kosten gehabt hat und eigentlich auch keine Leistung erbringt, ja, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wieso nehmen sie dann so viel Zinsen, also so viel Geld für etwas, was nichts ist. Ja. Nee, also das wird auf jeden Fall, trage ich das vor. Also das ist nicht, aber trotzdem vielen Dank für die Anregung. Ja, dann noch die letzte Wortmeldung. Und dann kommen wir auch zeitlich ganz gut hin. Bitte schön. Ja, hallo, mein Name ist Rage Wirth. Ich kenne die Monetative erst seit kurzem und habe mich auch nicht lange mit diesem faszinierenden Thema beschäftigt. Und mir ist jetzt gerade so ein Gedanke gekommen, was ich Sie jetzt so reden hören. Also Sie machen sich ja den ganzen Stress, weil Sie gesagt haben, dass das Buchgeld eigentlich kein richtiges Geld ist. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das ist jetzt ein Ansatzpunkt. Ja, also genau. Da ist noch viel mehr dahinter natürlich. Ne? Ja, genau, aber jetzt nur ganz grob. Und jetzt habe ich nur die Idee gehabt, was würde denn passieren, wenn ich schaue auf mein Sparbuch, ich kriege ein 0,5% Zins. Auf das kommt es mir jetzt auch nicht an. Was ist denn, wenn ich jetzt den größten Teil meines Geldes abhebe und bei der Bank in den Safe lege? Und das sage ich dann meinen Freunden, dass sie das genauso machen sollen. Was passiert denn dann? Das Buchgeld kann nicht das Geld lassen. Weil es soll ja nur, wenn Sie es verstanden haben, ein Anspruch auf Bargeld. Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden. Was hatten Sie jetzt gerade angehört? Wie gesagt, dann stellen sich Frau Merkel und Herr Steinbrück im Oktober 2008 vor die Kamera, wollen den Bankenrand verhindern und sagen, alles ist sicher, alles ist gedeckt. Und Frau Merkel ohne demokratische Legitimation, wahrscheinlich hat sie es auf ihrem Bankkonto, deckt sozusagen das gesamte Geld, 1,7 Millionen oder wie viel das dann war. Also leicht und locker garantiert, ohne ein Parlament zu tragen. Sicher, weil Sie gesagt haben, das ist sicher. Aber jetzt haben wir noch zwei und bitte die zusammenfassen und dann so eine Art Schlusswort und dann kommen wir zeitlich auch. Es waren Sie hinten in dem blauen Hemd. Genau, Sie noch. Mein Name ist Jörg Böhler, ich arbeite mit dem Hans Schaaf in Frankfurt in der Arbeitsgruppe zusammen. Ich habe nur noch mal eine Anmerkung zu diesem Paragraph 3, Kreditwesengesetz. Meines Erachtens bezieht sich dieser Paragraph auf die sogenannten nicht monetären Finanzinstitute. Das sind nämlich genau die, die nicht M1 herstellen. Also wie gesagt, es geht ja eigentlich bei uns um dieses M1. Da geht das ganze Geld, diese Geldschöpfung heute nichts rein. Sondern diese nicht monetären Kreditinstitute, die mobilisieren quasi M2, M3 und führen es auch in Form von Liquidität dem Kreditsektor zu. Und das ist genauso ein großes Problem meines Erachtens, was sozusagen zusätzlich zur Kreditschöpfung aus dem Nichts noch zu betrachten ist. Was sind das für Institute? Okay, was sind das für Institute, die Sie anstellen? Was sind das für Institute, die Sie gerade anstellen? Nicht monetäre, das sind zum Teil Schattenbanken. Hedgefonds. Ja, also Hedgefonds zum Beispiel. Das ist ein genauso großes Problem, was sozusagen noch gar nicht erfasst wird, sozusagen im Rahmen dieser Kreditschöpfung aus dem Nichts. Das wollte ich nur anmerken. Okay, dann Sie noch. Ja, mein Name ist Thomas Keller. Ich wollte auch nur anfügen, wie kann Gewohnheitsrecht Recht sein, wenn es auf arglistiger Täuschung basiert? Also ich denke, es gibt ja, sei es bei VWL-Studenten in den Lehrbüchern, BWL-Studenten oder auch bei Banklehrlingen genügend Material, in dem genau diese Illusion vorgetäuscht wird. Ein Sparer bringt Geld zur Bank und der Kreditnehmer leitet sich. Und das ist eben schon arglistige Täuschung. Und ich denke, das könnte man anhand zahlreicher Quellen nachweisen. Okay, aber nur ganz kurz bitte. Und das ist das allerletzte dann. Also ich will noch mal eine Frage aufwerfen. Und zwar, Sie haben es vorhin angeschrieben. Wessen Brot esse ich? Das ist die wichtige Frage. Es gibt einen Eidenspruch, haben Sie meiner Brotstelle gezogen. Gebt mir das Recht zum Geldbruch, ich verklage die ganze Welt. So. Und Schäuble hat irgendwann gesagt, ich weiß in Frankfurt und München, wir sind seit 45 nicht souverän. So. Und was jetzt mit NSA passiert und mit dem, was jetzt im Geldsystem hochkommt, wir sollten auch prüfen, wirklich, welches Geldsystem herrscht. Ja, dann darf ich zum zusammenfassenden Schlusswort bitten. Ja. Erstmal bedanke ich mich einfach für die kritische Diskussion auch, weil das versuche ich und das brauche ich auch. Denn es ist wichtig, dass man das rüberbringt, was ich hier versuche, in der Auseinandersetzung in einem Rahmen zu machen, der sich eigentlich auf ersten Blick hier nicht allzu sehr eignet. Und was ich schon gemerkt habe, jetzt auch hier anhand der Diskussion, das ist, dass also auf jeden Fall die Zinsfrage ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden muss, weil da geht es nämlich eigentlich drum, nämlich die Fahrtrichtung, dass man sagt, also ihr habt uns hier jetzt Zinsen abgenommen für unsere dünne Luft, die ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Ja. Und da hätten wir doch ganz gerne, dass das eher mal in Richtung Tilgung fließt, dieses Geld, ja, als anstatt, dass es euch da in die Taschen reinfließt. Ja. Also das ist zum Beispiel eine Fahrtrichtung, mit der man auch ziemlich viel bewegen kann. Das andere, die Diskussion, ist das
Buch, dann ist das Geld oder was ist das eigentlich? Die muss man natürlich weiterführen dahingehend, dass man die Zusammenhänge herstellt zwischen den Krisen, die in diesem System drinstecken, ja, und die, so ich, so jedenfalls mein Stand der Erkenntnisse, mit dieser Buchgeldherstellung und vor allen Dingen mit dieser großen Menge, die da unkontrolliert, wie auch immer in die Welt gesetzt wird letztendlich, diese Krisen ausgelöst werden, ja, und man nicht einfach hergehen kann und sagen kann, okay, wir machen das jetzt alles so hier und das ist alles, was weiß ich, Gewohnheitsrecht oder Konvention, etc., sondern dass man erstmal fragt, was bewirkt denn das eigentlich, ja, wollen wir denn das wirklich so? Na, ist das richtig? Auch wenn es jetzt von mir aus eine Konvention ist, ja, oder eine Art Gewohnheit oder ein Gewohnheitsrecht, ja. Und so eine Diskussion, die möchte ich halt in Gang kommen mit einem einfach größeren Publikum, damit man sich mal in diese Richtung bewegt, die von der Monetative vor allen Dingen auch vertreten wird, nämlich in Richtung einer Neuordnung des Geldsystems. Weil das hat ja noch eine ganze Reihe Auswirkungen, über die ich heute gar nicht geredet habe, die man überhaupt nicht gut finden kann. Und insofern danke ich mich ganz einfach nochmal. Ja. Wir bedanken uns. Und